Als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin sieht man meistens das Thema IT oder eben speziell auch IT-Sicherheit eher so als unterstützenden Prozess. Dadurch, dass wir eben in der digitalen Welt leben, ist das Thema auch ein wertschöpfender Prozess und das ist auch das Umdenken, was tatsächlich bei Unternehmern und Unternehmerinnen auch stattfinden muss. Mein Name ist Milene Volkmar und ich bin Geschäftsführerin der Qsoft GmbH. Wir sind in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt, das heißt, wir machen einmal IT-Services mit einem Fokus auf IT-Sicherheit und auf der anderen Seite auch Softwareentwicklung. Das größte Problem, was wir tatsächlich sehen, ist, dass das IT-Sicherheitsthema nicht wahrgenommen wird und nicht als Bedrohung angesehen wird. Die wichtigsten Maßnahmen und Lösungen für Unternehmer und Unternehmerinnen im Rahmen IT-Sicherheit ist das erste, sich überhaupt erstmal Gedanken darüber zu machen. Das zweite ist, eine eigene Strategie zu entwickeln. Das große Ziel sollte definitiv sein, ein Informationssicherheitsmanagementsystem, ein ISMS, implementiert zu haben. Wie man sich selber an der Stelle fit halten will mit dem Sport, kann man auch mit dem Thema IT-Sicherheit sein eigenes Unternehmen fit halten und gesund in die Zukunft bringen. Ich engagiere mich im TISIM, weil mir das Thema IT-Sicherheit natürlich unglaublich wichtig ist und weil wir besonders auch in den KMUs viel Nachholbedarf haben. Das heißt, es muss jetzt etwas passieren, damit wir uns präventiv aufstellen. Die Hilfsangebote der IHK oder auch im TISIM sind sehr gut, besonders eben auch für KMU. Es gibt viele Veranstaltungsformate, wo man sich grundlegend informieren kann. Es gibt aber auch Themen wie zum Beispiel den Sekomat, wo ich selber aktiv einen ersten Check durchführen kann. Wo stehe ich mit meinem Unternehmen gerade? Was muss ich denn tatsächlich tun? Wie setze ich das Thema um? Und schön an der Stelle ist, dass es auch überregional agiert, aber dass ich trotzdem innerhalb der einzelnen Regionen meine Anlaufstellen habe durch die entsprechenden regionalen Partner. Wir als Qsoft nutzen natürlich viele Netzwerke, um uns zu informieren und auch im Austausch zu sein, um auch ganz einfach andere Branchen kennenzulernen und auch einfach Best Practice zu sehen. Das Thema IT-Sicherheit hat nicht nur für uns als IHK Erfurt, sondern insbesondere natürlich für unsere vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen eine hohe Relevanz. Wir haben unsere Unterstützungs- und Beratungsangebote für unsere Mitgliedsunternehmen entsprechend angepasst und versuchen gerade bei diesem wichtigen und sensiblen Thema ganz nah an den Unternehmen dran zu sein und in ihrer ganzen Unterstützung dann auch zu begleiten. Die Umsetzung von IT-Sicherheit kann Spaß machen, besonders dann, wenn man auch die Erfolge sieht. Und das ist dann tatsächlich auch das Gefühl, was wir motivierend dann unseren Kunden, unseren Interessenten, allen in der Branche dann auch weitergeben wollen.